Hallo, liebe Zuschauer, dies ist ein erneuter Beitrag der Opalia Spirit Media. Mein Name ist Sabine Gurbiermann und heute ist die Claudia bei mir zu Gast. Claudia lebt schon lange in einer glücklich-harmonischen Beziehung und es geht um das Thema Sexualität. Momentan ist sie total enttäuscht durch eine Situation, die ihr Partner ihr präsentiert hat. Aber hören wir uns das Ganze genauer an. Hallo Claudia, schön, dass du da bist. Hallo. Was kann ich für dich tun? Ich weiß gar nicht, wo ich genau anfangen soll. Also meine Freunde und ich sind halt wirklich schon seit 10 Jahren zusammen. Mhm. Ist alles wirklich toll und wir harmonisieren auch toll. Auch im Sexualbereich hatten wir nie Probleme, habe ich bis dato gedacht. Und er hat mir jetzt vor einer Woche eröffnet, ganz nett beim Candlelight-Dinner zu Hause, was ich arrangiert hatte, dass er jetzt mal Lust auf eine zweite Frau hat. Oh! Ja. Und was hat das dann mit dir gemacht? Ich war total geschockt. Mhm. Mir ist quasi die Gabel aus den Händen gefallen, weil ich überhaupt gar nicht wusste, was der jetzt eigentlich von mir möchte. Wie auf so einen abstrusen Gedanken kommt, weil ich immer gedacht habe, ja, ich müsste ihn hier reichen, weil ich ziehe mich auch immer ganz nett an, habe ich immer gedacht, dass ihm das gefällt und wir machen nette kleine Spielchen, mal mit Fesseln oder ein paar Rollenspiele und tschüss. Also lebendig. Ja, würde ich schon meinen. Okay. Hat er denn gesagt, er besteht darauf? Oder wie hat er denn reagiert, wo du so entsetzt reagiert hast? Also so wie ich dich mitbekomme, musst du so reagiert haben. Ja, ich weiß gar nicht, wie er darauf gekommen ist. Es war von einem auf ein anderen Stöckchen kam er, wo er dann einfach meinte, so ja du, Clowny, was hältst du denn davon? Also, ich habe da letztens mal von geträumt, wir könnten doch mal eine zweite Frau zu uns holen. Und nicht so wie zum Essen oder was meinst du jetzt? Also, ich bin nicht auf die Idee gekommen, was er meint. Und er meinte, so rein, wir können ja mal einen Dreier machen. Einfach so. Und da war ich erstmal geschockt. Kann ich sehr gut nachvollziehen. Aber wie hat er reagiert anhand deiner Reaktion? Also er hat sich ja ein bisschen vorgetastet und dann hast du ja so reagiert. Du bist ja immer noch total im Schock, ja, würde ich beschreiben. Ne? Aber wie hat er denn dann reagiert? Hat er es zurückgenommen? Oder weil er hat es ja nur angetastet. Wie hat er auf deine Reaktion reagiert? Das ist das, was mich gerade interessiert. Ja, er war schon selber ein bisschen überrascht von meiner Nicht-Euphorie, sagen wir mal so. Er konnte damit irgendwie gerade nicht so viel anfangen, dass ich dann so diese Abwehrhaltung sofort hatte und meinte so, ja, mach dir doch mal Gedanken drüber, wenn wir mal irgendwie jetzt demnächst ausgehen, kannst auch du entscheiden, welche du haben willst. Aha, okay. Und wo gibt es die denn? Wo geht man denn aus, dass man sowas findet? Ja, es ist halt schon so, dass wir so zweimal die Woche schön essen gehen, in unsere Partnerschaft fliegen und wenn wir da irgendwie mal in einer Bar sitzen und im Restaurant, dass wir da halt mal schauen, ob da eine Dame sitzt und wir die dann zusammen ansprechen. Okay. Was macht das mit dir? Also diese Vorstellung, du sitzt jetzt mit ihm in der Bar, wo ihr früher schon mal öfter gesessen habt und jetzt solltest du Ausschau halten nach einer Lady, die dir gefällt. Also wenn ich dich so verstehe, hat er dir das so angeboten. Ja. Was macht das gerade mit dir? Ich habe Angst davor. Also ich möchte gar nicht mehr essen gehen mit ihm. Ich habe auch gar keine Lust mehr, überhaupt irgendwie sexuell mit ihm irgendwie in Kontakt zu treten, weil ich einfach mich abgewiesen fühle und gedemütigt. So von wegen, ja, ich würde ihm jetzt nicht reichen, er braucht eine andere. Und ich will auch gar nicht wissen, was die anderen Menschen dann so denken. Die wissen das wahrscheinlich, dass wir gucken wollen. Oder? Okay. Also ich finde das ganz schlimm. Okay, gut. Gehen wir da auch mal ein bisschen mehr in die Analyse. Also erstmal ist es so, viele Männer haben ja schon mal diesen Wunschgedanken, das muss man dazu sagen. Viele Frauen allerdings auch. Ne? Also ganz so selten ist es nicht. Das Thema ist halt nur für viele Frauen das Gefühl, dass eine andere Frau mit dem Partner vielleicht auch Geschlechtsverkehr hat, wo man selber anwesend ist. Das ist dann für viele schon sehr grenzwertig. Ne? Und ich glaube, bei dir ist diese Vorstellung wahrscheinlich auch ganz krass. Ne? Dann kommt es noch drauf an, hat er die Vorstellung, dass du dich auch mit der Frau vergnügst? Es gibt ja sehr viele Männer, die dieses Spiel, dieses erotische Spiel, Frauen miteinander total spannend und natürlich extrem geil finden. Ist es das, was er will oder wollte er euch beide beglücken? Hat er irgendwie sich dazu geäußert, wie, ich sag mal, welche Perspektiven er da drin sieht? Naja. Also er fände das schon sehr anregend, meinte er, wenn er sich erstmal im Hintergrund hält, dass wir uns miteinander vergnügen und er dann wirklich uns beide beglückt.
Aha, also auch wirklich Geschlechtsverkehr mit der anderen, okay. Ja. Hast du denn überhaupt Interesse an Frauen oder hast du das schon mal erlebt? Hast du schon mal so eine Frauenerfahrung für dich im sexuellen Sektor gemacht? Also hast du... Okay. Will ich auch nicht. Also ich mag Frauen so als Freundin, Bekannte, aber jetzt nicht irgendwie, dass ich mit dir anfassen muss oder küssen muss. Okay. Was löst das in dir aus, diese Vorstellung? Ja, schon Ekel würde ich jetzt nicht unbedingt sagen, aber halt schon so eine, will ich absolut nicht. Okay. Gar nicht. Okay. Und auch die Vorstellung, muss ich dich jetzt auch nochmal fragen, und dann erkläre ich hier noch einiges dazu. Die Vorstellung, dass dein Partner in Anwesenheit von dir eine andere Frau beglückt, ne? Drücken was mal nett aus. Was löst das in dir aus? Wut. Okay, warum Wut? Weil ich jetzt nicht verstehen kann, dass er das möchte. Ich kann da nicht dabei zugucken, wie er eine andere Frau pimpert, sagen wir es mal so. Und ich daneben sitzen muss und mir das Spektakel angucke. Das finde ich respektlos. Das möchte ich nicht. Also auch du fühlst dich auch gedemütigt damit. Ja. Genau. Kann ich auch sehr gut spüren. Also es ist ja nun wirklich so, es gibt viele Frauen, die sind bisexuell oder so, ne? Die würden sich vielleicht darauf einlassen. Also für dich ganz klar, also wenn ich dich da auch abklopfe, ganz klar, du willst das nicht. Du willst weder eine Frau küssen, noch ihre Brüste berühren, noch sonst irgendwas. Das ist ganz wichtig, dass du ihm das mitteilst. Also dieses Bild geht schon mal gar nicht. Und das andere, dass er in deiner Anwesenheit eine andere Frau beglückt, geht auch nicht. Was denkst du, wenn du ihm das so klar mitteilst? Weil du hast ja jetzt nochmal nachgedacht. Was denkst du, wie er reagieren wird? Keine Ahnung. Ich weiß es nicht. Hast du Angst, dass jetzt irgendwas kaputt geht oder so? Was könnte denn kaputt gehen? Ja, dass ich ihm halt diese Fantasie oder halt diesen Wunsch nicht erfüllen kann. Und somit, ich weiß nicht, ob das einfach jetzt nur so ein Hirngespinst von ihm ist oder ob er wirklich jetzt auf jeden Fall das ausprobieren möchte. Und wenn er das nicht kriegt, dass er dann vielleicht das dann doch macht, nur halt ohne mich. Also ganz ehrlich gesagt, so wie du ihn schilderst, und ich habe 10 Jahre eine gut gehende Beziehung, ich glaube nicht, dass er die Beziehung aufs Spiel setzt. Ich glaube, dass er es einfach probiert hat. Also dass es eine Fantasie ist und er hat einfach die Situation ergriffen und wollte das bei dir abklopfen nach dem Prinzip. Gibt es bei dir eine Möglichkeit, dass wir dieses leben könnten? Also das ist so das Gefühl, was ich dazu habe. Also eigentlich relativ harmlos. Und ich finde es immer gut, wenn man offen über Sexualität reden kann, aber auch über seine Wünsche und Vorstellungen. Also man muss das ja miteinander abklopfen. Das macht ja jede reife Beziehung. Ne? Ich konfrontiere dich jetzt eben nochmal, wenn das für dich okay ist. Könntest du dir denn vorstellen, von 2 Männern beglückt zu werden? Das heißt also, deinen Partner und noch einen anderen Mann dabei. Okay. Das wäre ja eine andere Alternative gewesen. Ne? Das wäre eigentlich dasselbe, was er sich gewünscht hätte. Ne? Also das heißt, du möchtest in dieser 2-Jahr-Beziehung bleiben, für dich vollkommen klar. Das ist ganz wichtig, dass du ihm das mitteilst. Also ich glaube nicht, dass er deswegen die Beziehung kippen wird oder sonst irgendwas. Und ich denke, du hast dich auch überprüft, ja. Aber gewichte das ganze Thema jetzt nicht so stark. Das heißt, geh jetzt nicht hin und denke, oh Gott, ne, der will das jetzt auf jeden Fall. Ich muss mich jetzt trennen. Ich kann ihm das nicht liefern. Du bist ja nicht sein Wunscherfüllungsgehilfe. Also das bist du nicht. Du musst ja selber dir gerecht werden. Und der hat ja nur eine Anfrage gestellt. Ja, das wäre so ungefähr, er hält einen Fußfetisch, ich sag jetzt mal so, und sagt, darf ich deine Schweißfüße küssen? Ja, und du sagst, um Gottes Willen, das geht für mich gar nicht. Ist jetzt irgendwo ganz davon fern, aber trotzdem hat was Ähnliches damit zu tun. Es ist eine gewisse Wunschvorstellung. Er wüsste ja auch gar nicht, wie es für ihn ist. Ne? Ja. Oftmals haben wir eine gewisse Fantasie. Viele Männer haben die Fantasie mit 2 Frauen und. Und wenn sie es in der Realität ausleben würden, ist sowieso die große Frage, ob sie es tatsächlich so können oder nicht. Weil unsere Fantasie uns ja unsere eigene Regie überlässt. Ne? Also das ist dasselbe, was du kennst, wenn du dich jetzt in jemanden frisch verlieben würdest, dann stellst du dir auch vor, mit dem zu schlafen. Aber in der Realität ist es anders, weil da spielst du nicht deine eigene Regie, da ist der andere dabei. Bei einer 3er-Konstellation haben wir 3 Personen, das kann harmonieren. Es gibt genug Leute, die das leben, wo das wunderbar harmoniert, auch nach einer geraumen Zeit, das funktioniert. Aber letztendlich auch nur, wenn man es wirklich will. Und ich glaube, er hat nichts anderes getan, als einfach dich mit einem Wunsch, einer Ebene zu konfrontieren, die in ihm vorhanden ist und die er gerne mal ausgelebt hätte. Und mehr ist es nicht. Was macht das jetzt mit dir, wenn ich dir das so schilder? Ja, es ist ein Stück weit beruhigt es mich, dass es vielleicht wirklich nur so eine Art Fantasie ist, dass ich wirklich mal so schauen wollte. Ja, ich denke, ich muss da jetzt erstmal noch so ein bisschen mal für mich das ordnen. Und nicht übergewichten.
Er hat ja nicht gesagt, ich brauche das unbedingt oder er hat ja nur diesen Vorschlag gemacht. Mhm. Das hätte ja sein können. Ihr habt dann nie drüber gesprochen, meines Erachtens redet ihr zu wenig offen über Sexualität, obwohl ihr viel auslebt und auch probiert. Aber ich finde, es ist ja auch nicht schlimm, wenn man den Partner einfach mal reden lässt. Das ist ja auch schön, dass man sich dann äußern kann. Man muss das ja nicht direkt werten. Mhm. Ja, und dann hättest du natürlich auch für dich die Möglichkeit zu gucken, was ist wirklich deins und was kannst du für dich leben. Damit hättest du für dich deine Basis. Mhm. Ne? Und von daher, rede mit ihm, knuffe ihn nochmal, geht einfach ganz normal weiter, sag ihm, du hast dich damit auseinandergesetzt, sag ihm das so, wie du das mir auch mitgeteilt hast, dass es einfach für dich nicht funktioniert. Ja, ich bin gespannt. Okay, denkst du, dass du ihm jetzt wieder näher kommen kannst? Ja, musst du das erstmal so ein bisschen sacken lassen. Mhm, dann genau. Und es ging nicht darum, um dich zu verletzen. Er hat es nicht gesagt, um dich zu demütigen oder dir zu sagen, du genügst mir nicht oder sonst irgendwas. Es war rein nur eine Fantasie, wo er gesagt hat, ich probiere es einfach mal. Mhm. Vielleicht hat sie auch Interesse. Mhm. Weil ich glaube, ihm ist die Beziehung einfach zu wichtig, anstatt dass er auch nur irgendetwas aufs Spiel setzen will. Okay, dann lasse ich dich so stehen. Gut. Anhand der Konstellation von Claudia können wir sehr gut erkennen, dass ganz wichtig ist, dass wir offen auch über das Thema Sexualität reden. Oftmals haben wir Wünsche und Vorstellungen uns und wir wollen auch unseren Partner gar nicht erschrecken, wenn wir diese mal mitteilen möchten. Aber oftmals bilden sich auch Gemeinsamkeiten, die man miteinander ausleben kann. Und egal, was man mitteilen möchte, es ist wichtig, dass man es irgendwann einfach tut. Und in diesem Sinne wünsche ich noch einen schönen Tag. Bis bald und tschüss.